Heute machen wir mal einen kleinen Tablet-Panzerglaswechsel. Alles Weitere gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr eingecheckt habt. Hier ist wieder euer Darky. Ja, mein Kumpel hat mich gebeten, doch mal bei dem Samsung-Tablet hier das Panzerglas zu wechseln. Das hat er etwas vernichtet und hat mir da auch was mitgegeben. Und das möchte ich heute mit euch zusammen machen. Exploded Proof Temple Glass. Tja, gucken wir uns das Ding mal an, was da so drin ist. Tuch war leider nicht dabei. Und dann machen wir das zusammen. Dann will ich auch nicht so viel quatschen. Wenn ihr Lust und Bock habt, möchte ich euch zeigen, wie ich das mit meiner Methode mache. Ob ich das jetzt gut hinkriege. Bei Handy hat es immer gut geklappt. Weiß ich nicht. Schauen wir einfach mal. Okay, dann will ich jetzt auch nicht weiter quatschen. Ich möchte euch gerne mitnehmen zum Check. So, was wir brauchen, ist auf jeden Fall so ein kleines Mikrofasertuch. Na, hier ist schon das eine und andere drauf. Mal sehen, ob wir das damit wegkriegen. Ja, waren so ein paar Tüchlein dabei. Schauen wir mal, ob wir das damit... Da ist so ein bisschen Alkoholgetränk drin. Aber da ist ein Punkt drauf, den kriege ich nicht weg. So, dann machen wir das zumindest sauber. Das Ganze natürlich auf der antistatischen Matte. Nehmen wir uns das Mikrofasertuch. Finde ich immer besser. Die Dinger kosten nicht viel. Gibt es meistens auch umsonst. So, dann gucken wir uns mal an, was er mir da mitgegeben hat. Ich hasse eigentlich diese großen Teile, aber nun gut. Abziehbar ist noch da. Schauen wir mal, wie wir das anpassen sollen. So, ich nehme mir dann immer in diesem Fall so Dämpfer. Na, so. Bisschen feucht machen vielleicht und versuche das damit dann aufzusetzen. Spachtel ist von Vorteil oder sowas hier, dass man nachher noch die Dinger draus rücken kann. Und dann schauen wir mal, ob der Ducky das heute hinkriegt. Ziehen wir das Ding ab. Gucken wir mal, jetzt mir, wie gesagt, das da. Da diesen Punkt, den kriege ich nicht weg. Ich weiß nicht, was das ist. Aber staubfrei soll es sein. So. Das ist eine sehr dicke Folie und deswegen müssen wir da jetzt ein bisschen vorsichtig sein. So ungefähr ansetzen. Dass wir auch gerade kommen. Dann lassen wir das erstmal ziehen. Und nehmen uns noch einen Spachtel. Und drücken damit die restlichen Löcher raus. Aber besonders kleben tut die hier nicht. Also. Ja, es ist einigermaßen geworden, aber wie gesagt, es ist eine echte deutsche, ist eine absolute schlechte Folie. Die klebt
keine tolle Folie. Also von der könnte ich nur abraten. Ja, man kann es nochmal rausdrücken. Letztendlich ist es doch ganz gut geworden, also nochmal gelöst. Ich habe hier so eine 7, dann mache ich das mal mit sauber. Schauen wir uns das gleich nochmal an. Ich werde euch da was anderes verlinken, wo ich meine Erfahrung mitgemacht habe. Aber es soll ja auch nur mal gezeigt werden. So, das kleinste Luftloch kann man hier auch noch rausdrücken. Wie gesagt, könnt ihr eine Checkkarte nehmen. So, Ergebnis sieht ganz gut aus. Keine Luftlöcher mehr. Gehen wir noch mal einmal komplett rüber. Abstände stimmen auch. Also was wirklich sehr hilfreich ist, sind solche Schnäppchen. Die sind eigentlich für Fensterscheiben, dann kann man es besser aufsetzen. So, dann nehme ich mir noch mal den, dann nehmen wir ein bisschen was Festeres. Dann haben wir unsere Folie schon draufgesetzt. Gut, passt. Ja, das war's schon damit, ne? So mit meinem kleinen Trick. Also wie gesagt, das ist sehr hilfreich, das ist auch sehr hilfreich. Ansonsten, also die Folie, weiß ich nicht. Ich packe euch da mal was anderes in die Videobeschreibung, die dann noch ein bisschen was taucht. Na? Alles klar, dann sehen wir uns jetzt gleich bei mir hinten. Vorne. Ja, da sind wir zurück von diesem komischen Teil hier. Also, ich weiß nicht, ich habe bessere Folien gesehen. Hier steht auch kein Firmenname, nur Made in China drauf. Ich packe euch mal was Vernünftiges in die, wo ich meine Erfahrungen mitgemacht habe. In die Videobeschreibung. Das ist irgendwelcher Ebay-Kram, der nicht so toll ist. Also von dem, wenn ihr das irgendwo mal auf dem Bild seht mit der Abbildung, kann ich nur von abraten. Folie ist nicht so toll. Also gut, normalerweise habe ich da auch gleich beim ersten Mal klappt es eigentlich. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Aber wie gesagt, war ja jetzt hier auch so vielleicht ein bisschen Fufu-Effekte, hier ist ein bisschen kalt noch hier oben, aber na gut. Ja, das war's an mit meinem kleinen Trick, wie ich das so mache und das meistens auch funktioniert. Wie gesagt, packt euch da unten was in die Videobeschreibung, könnt ihr euch mal selber angucken, da gibt es bessere Folien. Dann lieber 2-3 Euro mehr ausgeben, dann hat man mehr davon. Und wenn die ganze Sache für euch informativ war, wäre es doch schön, wenn ihr ein Abo da lässt oder den Daumen in nördliche Richtung gebt. Ich kann mich an dieser Stelle nur noch bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder zum nächsten Video, denn wir sind jetzt hier am Ende. Ducky checkt aus, müsst ihr zwangsweise jetzt auch tun. Und ja, macht's gut, bye bye. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder zum nächsten Hardware-Check.